Hier ist wieder eure Heike. Die heutigen 5 Übungen trainieren eure Bauchmuskulatur. Wir starten mit der ersten Übung. Dafür gehen wir in den Stütz und ziehen im Wechsel ein Knie unter die Brust. Wichtig ist hier die Bauchspannung, dass der Rücken nicht durchhängt. Die leichte Variante, ihr macht es langsam. Wer mehr möchte, schneller. Na, auch hier den Rumpf stabil halten. In eurem Tempo. 20 Wiederholungen. Bei der nächsten Übung stellen wir die Füße hüftbreit auf, richten den Oberkörper auf, nehmen die Hände vor dem Brustkorb, die Ellenbogen weit. Die Übung setzt sich aus 2 Übungen zusammen, die ist kombiniert. Einmal mit der Rumpfrotation. Ihr dreht den Schultergürtel von einer Seite zur anderen. Der andere Teil der Übung, ihr hebt die Beine und streckt im Wechsel die Beine. Hier wieder wichtig, die Bauchspannung. Und diese beiden Übungen kombiniert ihr. Ihr dreht euch immer zu den gebeugten Beinen hin. Da, wo ihr beugt, da dreht ihr. Das Atmen nicht vergessen. Und wie immer natürlich 20 Wiederholungen. Bei der nächsten Übung, die ist ähnlich, nur dass wir bequem liegen. Wir nehmen die Hände in die Seite, seitlich am Kopf. Die Beine winkeln wir rechtwinklig an. Leichte Variante. Beide Beine bleiben oben gebeugt. Bei der Übung ist wichtig, dass die Beine nicht schaukeln, dass das Becken fest ist. Wir drehen den Schultergürtel weit hoch. Mittlere Variante. Wir strecken ein Bein. Immer zum gebeugten Bein hochdrehen, das andere Bein strecken. Schwere Variante. Das gestreckte Bein tief nehmen. Achtet hier auf den unteren Rücken, dass der fest am Boden bleibt. Nach 20 Wiederholungen wechseln. Leichte Variante, mittlere Variante und die schwere Variante. Jeweils 20 Wiederholungen. Dann legen wir den Oberkörper ab, die Hände liegen unterm Kopf und wir schieben beide Knie senkrecht nach oben. Das ist die leichte Variante. Trainiert den Unterbauch. Wer es anstrengender möchte, macht die Beine lang und schiebt die Fersen hoch an die Decke. Mit der Ausatmung hochschieben. Und die letzte Übung in Seitlage. Wir stützen uns vorne ab, dass wir nicht umfallen. Strecken uns die Beine ganz lang, den unteren Arm ganz lang. Auch hier können wir wieder kombinieren. Entweder nur die Beine auf- und abheben, ohne wieder abzulegen, immer oben halten. Oder den Arm noch mit dazu. Das trainiert die seitliche Bauchmuskulatur. Mit der Ausatmung hochziehen. Das waren unsere 5 Bauchübungen. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und los geht's.